Ungeheuer, großer Manuel zusammen! Du bist ein Ungeheuer? Oh, guck mal, unsere Bäuche wackeln gleichzeitig! Wir verhungern. Und so auch! Willkommen zurück zu Don't Starve. Ich habe das Spiel ein bisschen kleiner gestellt, damit das Interface ein bisschen größer wird. Und es wird Nacht! Und wir sind wahrscheinlich im Herbst. Deswegen sind die Nächte auch so kurz. Es gibt auch eine Jahreszeit, da ist die Nacht einfach der halbe Tag. Heizen. Das reicht. So, haben wir sonst noch was erfahren? Der erste Part ist jetzt gerade erschienen. Ungefähr. Das heißt, wir haben keine Infos von euch. Haha, ich habe nicht viel gelesen. Wenig. Es wurden ja irgendwie eher gesagt mit dem ersten Part auch wenige Tipps gegeben bisher. Aber der ist ja noch nicht so lange da. Ja, eben, der ist auch seit 5 Sekunden da. Er überfordert die Leute doch nicht, Junge. Ich habe höchstens geguckt wegen dem Kochtopf so ein bisschen. Aber das habe ich auch schon wieder alles vergessen. Nice. Ich glaube irgendwie irgendwas mit Fleisch. Man könnte so einen Fleischtopf super einfach machen. Ja, zweimal, Monsterfleisch. Drei Monsterfleisch, glaube ich. Wie, und das war's? Ich glaube schon, dreimal Monsterfleisch und einmal Bären. Also man muss immer vier Sachen reinmachen. Ich habe nur noch 20 Hunger. Ich habe 36 Hunger. Ja, scheiße. Ja, nix scheiße. Wir ich können bin gleich tot. Ja, Pech. Ach so, 18. Und ich habe von Krampus gelesen. Kennst du Krampus? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der hat was mit Weihnachtsmann zu tun. Keine Ahnung, aber ich sterb gleich. Der kommt zu den bösen Kindern. Ach so, mit der Kohle? Ja, ja, das ist Krampus. Aber den gibt's hier auch im Spiel und wenn er kommt, sage ich dir Bescheid. Okay. Hier ist eine Feldfrucht. Ich hab ein Bart. Oh nein, it's still growing. Ich werde gleich sterben, 13 noch. Ja, dann mach die Kacke auf die Frucht und dann koch die. Oder so, oder lauf mal rum und such was zu essen. Durchs Beschweren wirst du auch nicht satt. Ja doch, du bist der Essensbringer. Genau, weil ich auch immer uns beide durchfüttern kann. Ich gehe jetzt ein paar Hasen jagen. Ich hab die Frucht, was mache ich damit jetzt? Lol, da war eine Karotte drin. Eine. Ja, ist immer eine Sache, die da wächst. Ah, geil. Also, oh, jetzt habe ich 22, nice. Ich bräuchte ein paar Blumen, meiner geistigen Gesundheit geht es nicht so gut. Ja, meine auch nicht. Ach so, und ich verhungere. Oh nein, Fäulnis, hier ist irgendwas vergammelt. Okay. Ja, ich töte erstmal einen Hasen. Damit ich irgendwas hab. Hilfe. So, Heimer Hasenfleisch, lecker. Ja, scheiße, ich kann auch nichts Neues da reinpacken. Weil ich nichts hab. Ja. Hä, also keine Seeds? Ein bisschen kritisch. Ja, bin ich. Der rennt einfach ins Nichts hier. Oh Gott, 15. Ich hab 20. Das wird böse enden. Das wird richtig böse enden. Ich denke, ich werde in diesem Part sterben. Nein, Manuel. Nicht stirb. 13. Ich aufpasse, dass du nicht stirb tust. Manuel. Zu spät. Tot. Ja. Ja, laut. Bist du gerade unterwegs? Suchst du gerade Essen? Okay. Wenigstens etwas. Nicht, dass du nur die ganze Zeit in der Basis im Kreis läufst. Jetzt. Was mache ich? So, da unten ist die Basis. Okay, ich koche mir schnell meinen Hasen. Ich habe jetzt drei lecker Hasen dabei. Ja, viel Spaß damit. Komm, ich mache einfach drei Hasen rein und einen Stock. Das wird bestimmt was super Leckeres. Oh, ich habe Beeren gefunden. Ja, guck mal. Survived. Ich habe auch wieder Hallos. Oh, da sind schon lecker Beeren drin. Cool, dann mache ich jetzt dreimal Beeren und einmal Hase. Gibt bestimmt was super Leckeres. Noch 11 Hunger habe ich. Ich hoffe, der Topf wird schnell fertig. Nee. Okay, dann esse ich einfach. Du wirst jetzt sterben. Nee, ich habe jetzt die Seeds einfach gegessen. Was hast du denn reingepackt? Ernte Schmortopf. Pack mal einen rein. Fleischbällchen. Pack. Oh, ich bin halb satt. Oh. Ich habe noch 15. Hält kühl und trocken. Ah. Achso, übrigens, wenn der Rand orange wird, dann sind wir überhitzt. Ah, ach so. Das haben Leute in die Kommentare geschrieben. Ah ja. Ja, ich kann Frosch für dich töten. Ich hab Beeren, aber kann ich daraus irgendwas kochen? Weiß ich nicht. Geh hier auch nicht. Lass mein Werkzeug in Ruhe. Die dummen Frösche. Nein, nicht die Froschbeine, die brauche ich. Okay, jetzt bin ich bald tot. Ich habe hier einmal Froschbeine geholt. Was soll ich damit? Die essen.
Gott, Beeren. Ich opfere mich nur, damit du überleben kannst. Ich habe 71. Die Beeren haben nicht geredet. 71 hast du? Ja. Okay, dann esse ich die Froschschenkel. Ja, klar. Kann man so. Der ganze Scheiß hier wachsen? Ich raste gleich aus. Okay, es wird langsam Dämmerung. Schon wieder? Dann, was ist denn hier los? Ja, so die Zeit geht rum, wie im Flug. Wer ist denn jetzt ein Tag rumgegangen? Naja, du bist die ganze Zeit panisch hin und her gelaufen. Wenn wir eine Angel haben, dann können wir Fische angeln. Das ist doch cool. Wow, geil. Ja, das ist doch eine feste Nahrungsquelle. Wir brauchen Steine, dann überleben wir alles. Wie viel? Also nicht Steine an sich, sondern Gold. Achso. Noch ein Gold. Nee, Gold habe ich keins. Ja, toll. Super. Minimap, please. Danke. Na, ich gehe auf jeden Fall mal ein bisschen los. Übrigens, diese Leuchtkugel, die wir mal hatten, die du gegessen hast. Ja. Die kann wirklich einen die Nacht überleben lassen, wenn man genau auf der drauf steht. Ach. Cool. Könnte man also wirklich im Notfall benutzen. Aber wir haben sie gegessen. Ich gehe mal nach unten rechts direkt, wo wir noch nie waren. Okay. Wollen wir nicht zusammen da lang? Ich bin gerade schon unterwegs und überlebe. Ach man. Ich esse hier einfach gerade alles auf, was ich finde. Die gesamte Landschaft wird aufgegessen. Denkst du, ich kann einfach so einen. Denkst du, ich kann einfach so einen Maulwurf töten? Nee. Der ist unsterblich. Oh, hier waren wir noch nie. Ah. Ich kann ihn umbringen, wenn der hochguckt. Völlig unentdeckt. Bitte, Vielleicht. Stein. Komm, guck nochmal hoch, Mr. Maulwurf. Nicht hinter dem Baum. Ach, was ist ein Hacker? Guck hoch, Mr. Maulwurf. Oh nein, hier ist das Ende. Ach, Spiel. Ja, die kann man einfach töten. Ein Hit. Cool. Gratis essen. Hä, warst du hier schon? Hier fehlt eine Beere. Ja, ja. Also unten rechts laufe ich ja immer rum. Oh, hier wachsen richtig viele. Gut. Achso, die kann ich ja gleich mit der Schaufel wieder rausreißen, sonst haut der Mardu mich. Ja. Bitte lecker Beeren. Die wird ich verzehren. Es wird gleich Nacht. Hilfe. Oh, danke. Das sind Beeren. Danke für die Info. Dann kann ich mir ein Feufeu bauen. Bin wieder so dürr. Ja. Das sollte reichen. Normalerweise würde man hier überall Steine finden, aber ich sehe gar keinen. Ja, vielleicht wurden die weniger gepatcht, weil es zu einfach war. Too much stones. So. Oh, oh, oh. Es wird Nacht. Ja, ich hab mein Lagerfeuer. Jetzt dich ins Lagerfeuer ja, liegt. Oh, da ist noch ein Maulwurf. Oh, er ist im Dunkeln. Boah, wie man einfach gar nichts mehr sieht. Habe ich genug für einen Blümchenhut? Mit meiner geistigen Gesundheit würde es helfen. Nee, ja, hab ich nicht. Ja, mir auch. Ich sehe schon immer unsichtbare Bisons. Ja, ich auch. Dann fäll ich einfach einen Baum. Oh, Feuerstein. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Ach, nicht die Klingelmusik. Nein, geh weg, du doofe Hand. Schüttel die doch. Da kommt noch eine. Geh weg. Mein Feuer! Du hast ein richtiges Feuer hingemacht, alter Verlierer. Ja, ja, ich wollte einfach halt chillen an der Stelle, mir mein Essen kochen. Ich werde sterben. Glaube ich. Das hast du schon so oft gesagt, Manuel. Nee, jetzt ernsthaft, weil meine Fackel hält noch 20%. Und die Nacht ist doch gleich vorbei. Und die Nacht ist gleich, ja, aber es kann sein, dass es nachher. Oh Gott, ist das knapp. Ja, hast du wenig Leben? Du überlebst ja ein paar Schläge von der Dunkelheit. Ja, stimmt. Bei, ich zünd mal was an. Ja, oh Leute, ich brenne auch. Aber das ist, ja, es ist kaputt. Boah, gut, dass ich was angezündet habe. Oh, es werde Licht. Schnell. Komm, Maulwurf. Ey, das ist ein guter Trick. Ich hab Maulwurf getötet. Merk dir diesen tollen Trick. Ja, der Trick hat mich geredet. Es ist Tag. Ich hab ja auch einen Maulwurf. Ja, wie machst du das denn? Ich verfolge den Maulwurf, bis er rauskommt und hau ihn einmal. Das ist ja eine krasse Taktik, ey. Ja, ja.
Richtig Hardcore-Strategie. Oh, hier sind Bienchen. Kann ich eure Blumen klauen? Ja, Tatsache. Jetzt ist hier ein Erdloch. Wow. Oh, wenn ich so ein Bienennest kaputt mache, hätten wir bestimmt Honig. Ja. Und? Und Bienenstiche. Ja, Honig ist richtig cool. Ist, Essen halt, ne? Nee. Ich hab einen Blümchenkranz auf dem Kopf. Bringt doch kaum was, oder? Ich glaube, mit Honig konnte man gute Sachen kochen. Oh, ich hab... Warte. Manu, eine Steinebene! Ja? Ja! Eine Ebene? Ja, mit ganz vielen Steinchen. Wo bist du denn? Hier ist direkt ein Goldstein. Wir sind bestimmt voneinander. Rechts. Ich bin auch rechts gelaufen. Ja, aber wo rechts? Direkt also von unserem Portal nach unten und immer dem Weg nach rechts gefolgt. Der Weg hört aber auf. Bei mir. Ja, da ist ein Weg im Kreis. Genau, da bin ich weitergegangen, ein bisschen nach rechts. Da kommt dann nochmal einer. Ah, ich sehe den Anfang des... Ja, ich bin ganz woanders. Ich bin voll weit unter dir. Hast du denn, eine Spitzhacke? Ja, aber die ist fast kaputt, aber hier sind überall Goldsteine. Ja. Ich hab schon zwei Gold. Ja. Ja. Oh, ja. Die Goldwerkzeuge halten übrigens viermal so lange wie normale Werkzeuge. Ah, locker, easy, ey. Errichte Spitzhacke. Spitzhacke deployed. Ich find grad so viel Essen. Auf einmal wendet sich das Blatt, dank euren Kommentaren. Nee. Ich weiß. Ich hätte das Essen nur so gefunden. Die haben noch nichts geschrieben, außer dass es Hitze gibt. Wieso lügt die Leute doch nicht an? Das großer Vogelpuppe. Boah, der Tipp mit der Hitze, Leute, hat mich jetzt gerade so hier ins Essen reingeführt. Sollen wir von so einem Tallbird das Ding klauen? Oh nee, Pügelchen nicht pieken. Ich wette, du stirbst da jetzt noch. Oh, hier sind Bienen. Ah, ich bin bei den Bienen. Wo bist du denn? Bei den Tallbirds. Bist du rechts von den Bienen oder unter den Bienen oder rechts. Über den Bienen? Immer die Straße nach rechts, bis die Steinebene kommt. Bin tot. Alter, wie hast du das denn geschafft? Vogel hat gepiekst. Oh mein Gott, Alter. Mit wem spiele ich hier? Ich bin begeistert. Ja, und jetzt? Jetzt musst du mich wieder beleben. Siehst du mich? Ja, wenn ich dich finde, sehe ich dich. Ich bin mit Sicherheit links von dir. Ja, ich laufe gerade den Weg nach links lang. Aber ich habe ganz viel Gold. Ja, geil. Schön aufgepasst. Ah, hier ist der Leiche, aber das bist du nicht. Ich folge der Straße, aber ich bin bei den Bienen. Ich auch. Ich werde hier surrounded von denen. Surrounded. Hä? Müsstest du ja... Bist du noch auf dem Weg? Hier sind... Nein, hier ist kein Weg. Hä? Du läufst ohne Weg? Aber hier ist doch ein Weg. Ja, jetzt bin ich hier in so einer heißen Ebene, Wüstenebene. Ah, dann bist du schon ganz weit rechts. Rechts in den Bienen. Dann findest du eine Straße, die führt von oben nach unten auf jeden Fall eine. Ist er jetzt wieder zurück nach links, oder? Nein, ich geh einfach nach rechts. Müsste es doch hier irgendwo sein. Ich komme mal ein bisschen raus. Oh, es wird wieder Nacht. Oh, da stirbt dieses Opfrau. Ich kriege echt zu viel. Ich hatte nur 20 HP und ich wollte einfach... Ja, dann greift er nichts an. Ich wollte nicht angreifen, ich wollte ihn wegbaiten, damit ich das Zeug aufheben kann. Aber dann hat er mich gepickt. Piek, piek. Da bist du! Was, wo denn? Ja. Ach, da... Oh Gott. Hallo, guck. Da ist der Weg. Was wo denn? Du gehst die ganze Zeit genau über dem Weg. Ja, stimmt. Guck, da bin ich. Alter, Junge. Ich hatte richtig viel Zeit. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Irgendwas von mir kannst du aufheben, glaube ich, mit dem du mich wiederbeleben kannst. Glaube ich jetzt nicht. Oder musst du es mit meinem Geist machen? Du kannst auch mein Zeug liegen lassen, ne? Ja, hier ist irgendwas, wo ich dich anklicken kann. Ja, ja, da steht nur da, wie ich gestorben bin. Oh. Du hast deinen Rucksack gerade getauscht mit meinem. Ja. Wie viel Platz hast du denn im Inventar? Ja, scheinbar viel. Hä? Ich will den Rucksack aber im Inventar. Ey, das Spiel will mich verarschen, ne? Warte mal. Wenn ich das wegpacke, dann das aufhebe. Ey, ist das. Kannst du nicht einen Rucksack ins Inventar legen? Nee, das probiere ich ja gerade. Ja, achso, du meinst. Achso, dass ich jetzt. Hä? Den kriegst du nicht weg. Achso, solange Zeug drin ist, kannst du ihn wahrscheinlich nicht ins Inventar legen. Genau, ja stimmt, sonst könntest du ja alles voll machen. Ja, hier ist deine Leiche und das ist ein Skelett. Ja, was mache ich jetzt damit? Nein, ich glaube, du musst nur meinen Geist dann später holen. Warte mal, kann ich das irgendwie... Holz. Spooky Geist. Weil ich muss es ja irgendwie schaffen,
Platz zu kriegen. Okay. Ist alles dass ich auf. Die Sachen da reinstopfen kann, das kann ich liegen lassen. Dein Körper brauche ich ja eh nochmal. Ah, den Rasierer. Ja, du kannst Zeug ruhig ablegen. Ich komme ja hier eh wieder hin. Allein wegen den ganzen Steinen. Das Gold hast du ja auf jeden Fall. Du musst, glaube ich, musst nichts mitnehmen. Ich glaube, ich muss nur beim Portal sein und du musst dieses Item craften mit dieser einen Spinnendrüse. Und es kostet dich halt ein bisschen Leben. So, ja, was, wohin soll ich jetzt? Zum Portal müssen wir, genau. Hast du Gold? Ja, 4 Gold, okay. Mehr wollte ich ja nicht. Gut, dann habe ich alle Schiss, ne? Ja, ich bin auch hinter dir. Ich sehe dich nicht. Ich kann übrigens auch Bäume anzünden und sowas. Echt? Ja, deswegen haben wir alle. Also, es klappt nicht immer, es ist immer random, was passiert. Aber ich kann sowas 1000 Mal haunten, bis es dann. Tschüss, hab dich reingelegt, haha! in Flammen aufgeht. Egal. Ich komme auch hinterher. Nee. Oh. Eisen? My mighty arms can't carry no more. Truthahn! Carry no more. Ja, so ist irgendwie alles bei uns dann immer beim Koop-Spielen eben kaputt gegangen, weil die Geister immer überall reingegangen sind, bis es angefangen hat zu brennen. Es wird Nacht! Aber ich bin ein Geist. Ich hab gleich ein kleines Problem. Ich leuchte, ne? Ja, aber das reicht doch nicht, oder? Doch, ich glaub schon, wenn du dich genau unter mich stellst. Ja, glauben. Ja, hast du eine Fackel oder nicht? Nicht so viel Lust drauf. Ja, nur 30%. Ja, craft eine. Nee. Nee. Ich mach keine Fackel. Leise. Ich muss mich hier an der Dunkelheit orientieren. Oh, lol. Nein. Eine Fledermaus. Mama. Ich glaube, das ist nicht nur eine. Oh, oh. Ich sehe dich, Marvel. Ich sehe keine Fledermaus. Es ist kaputt. Oh wieso, Gott, hier sind 30 Stück. Wieso craftest du die denn in der letzten Sekunde? Rechts ist das Portal, ne? Ich hab wieder so einen Schatten um mich rum. Oh. Rechts hier. Ja, bei dem Portal spawnen die Ressourcen auch ab und zu neu in der Nähe. Was ist das für ein Zeichen um mich rum? Weiß ich nicht. Hier ist das Lagerfeuer. Auch weil ich verrückt werde wahrscheinlich. Hier, genau wo ich bin, ist das Lagerfeuer. Zünd an. Ja, wenn das Feuer hell genug ist, kommen die Hände auch nicht. Okay. Ja. Ja, das kannst du halt, musst du dieses Wiederbelebungs-Item craften. Ja, welches war das denn? Ganz weit oben war das relativ. Bei Survival. Oh, was, der kann mich angreifen? Ja, bin ich schon so verrückt? Ja. Oh nein. Nein, den kann ich nicht wegmachen. Oh nein. Ist Tag. Ja, aber die können dann weiter angreifen. Ja. Ja, dann lock ihn ein bisschen weg. Und schau während das nach dem Crafting-Rezept. Ach, die geht's ja richtig gut. Nee, geht's nicht. Mein Leben ist sau down. Soll ich den töten? Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Überleben. Wie down ist dein Leben? Verräterisches Dingens meinst du, Herz? Nee, ne? Das, wo du halt eine Spinnendrüse brauchst. Ja, eben, aber woher soll ich die Spinnendrüse bekommen? Wir hatten noch eine am Anfang, dachte ich. Nee? Hey, wie kommst du denn darauf? Du hast doch gesagt, ey, eine Spinnendrüse. Kannst nein, du mal in einen der ersten Seide. Parts. In einem der ersten Parts, dachte ich. Ja, dann musst du Spinnen töten. Ja, lol. Okay, ich höre nie mehr auf dich. Warum? Ja, weil ich mich jetzt einfach darauf verlassen habe, dass du weißt, was abgeht. Dein Bart, den Bart brauche ich gar nicht. Wofür soll ich denn den Bart benutzen? Für das Rezept brauche ich den nicht. Damit kannst du dich nur wiederbeleben mit dem Bart. Ja, ja. Ich glaube, das war mal aber anders, dass man die Haare braucht oder sowas. Oh, nice. So ein kleines Problem. Warum läuft hier der Baum rum? Scheiße. Ich überleg gerade. Spinnendrüsen. Ich brauche dann auf jeden Fall eine Waffe, die habe ich. Ja, soll ich den jetzt mal töten und riskieren? Wen? Zu sterben? Den Geist? Ja. Ja, du brauchst 40 HP, um mich wieder zu überleben, ne? Ich habe 79. Außerdem kann ich mich ja noch heilen. Er geht! Oder auch nicht. Ich zünd mal hier was an. Warum? Nicht. Nein! Nee, ich versuch's gerade, aber es passiert nicht. Vielleicht kann man nicht oh mehr. Gott, zwei! Was zwei? Ja, zwei Leute! Ey, das ist so dumm, verrückt zu sein. Warte mal, was gibt's denn noch für Sachen? Wie wird man nicht mehr vor schlafen? Nee, den Norden haben wir ja echt komplett kaputt gemacht. Der Wag steht hier auch noch rum. Huch, was hast du getötet? Oh Gott! Essen. Warte mal, lass mich überlegen. Ich hab ne Idee.
Ich kann doch... Ja? Ist das hier? Das denn? Mann, ich verliere das immer. Ach, dafür brauche ich die Scheiße. Ey, das ist nicht wahr, ne? Was brauchst du dafür? Ich will Haie Haie machen. Wo ist das Teil? Bohrrolle. Da. Ich hab's. Natürlich. Ich kann jetzt aber nicht schlafen gehen. Und irgendwie hängt der da unten fest, kann ja, das sein? Ja, aber in der Dämmerung kannst du schlafen gehen. Guck mal, die Dämmerung wird doch immer länger. Die ist jetzt einen Balken schon weiter rechts. Guck mal, er kommt nicht wegen unserer Wand. Ich bin gerade nicht beim Lager, du siehst mich doch. Wieso kommst du denn nicht? Keine Ahnung, ich bin hier ein bisschen am Chillen. Du brauchst doch eh eine Spinnendrüse. Guck mich ein bisschen um. Ärger ein paar Monster. Na, ist bei mir ist voll die Action, er geht erstmal weg. Hallo. Ja, vor so einem Schattenviech rennst du da weg. Oh. Nicht in die Wand. Update, ja, aber dann muss ich auch auf jeden Fall. Also genug Essen habe ich tatsächlich. Da habe ich gerade richtig viel gefunden und auch richtig viel schon. Lock den doch einfach mal vom Lager weg, anstatt die ganze Zeit im Kreis zu rennen. Du rennst im Lager immer noch rum, da sind doch überall Sackgassen, wo du hinrennst. Ja und? Ja und? Also, ich will nichts sagen, aber ich bin hier, der noch lebt, ne? Ja. Scheiß Anti-Experte. Oh. Ich probier's einfach! Setz dich in dein Bett rein und krieg dann Fett auf die Fresse. Was ist das für ein System? Hey, der lockst doch erstmal weg. Das kommt ja auch nicht wieder, wenn du es mal wegluckst. Ja doch. Es kommt immer wieder neue. Ja, es dauert ja eine Weile. Und wenn du dann schläfst, dann erholst du dich doch. Sind ja schon wieder neue Bärenbüsche gewachsen. Ja, scheinbar. Lecker. Überleben. Das Viech ist immer noch direkt hinter dir, ja, ne? Ich weiß. Ich warte ja auf den. Ach so. Ja, also weglocken geht schlecht, wenn immer noch um mich herum ist. Frag mich, ob die Leute den überhaupt im Video sehen, weil der so durchsichtig ist. Oh, da ist ein zweiter aufgetaucht. Ja. So, jetzt renn ich einfach. Scheiß drauf. Alter, das ist nervig. Hättest du vielleicht die Wege zum Weglaufen nutzen sollen? Da kann ich ja. Oh Gott, war das nah. Ja, so ein bisschen. Ja, schlaf schnell. Da, bitte geh! Bitte! Ich will nur schlafen. Er kommt einfach immer noch. Und es bringt fast gar nichts. 11, 12, ich bin weg. Oh. Ey, er braucht es so lange, ne? Ich hab 39 Leben. Ja, du hast den Blumenkranz auf. Der solltest doch auch langsam verbessern. Ja, scheinbar nicht. Der bringt gar nichts. Ist er schon fast kaputt? Nee, noch fast ganz. Hm. Ja, macht leider, stellt nur langsam. Dann musst du solche verrückten Pilze essen oder sowas. Das macht den Wahnsinn nur höher. Es gibt welche, kannst du mal kurz googeln, vielleicht? Ich google noch kurz. Der Part wird heute ein bisschen länger. So, was google ich? Ob die roten, grünen oder roten Pilze, was die bringen. Ich hab einen grün jetzt. Mushrooms. Don't starve Game Wiki. Der rote Pilz bringt Gehirn und macht minus 20 Leben. Scheiße, den bräuchte ich. Der grüne macht auch. Der macht auch Gehirn? Aber Macht wahnsinnig. Nein, Gehirn macht der blaue. Nee. Doch, der blaue, wenn er gekocht ist, gibt 10 Gehirn. Als einziger von den Ich kenne keinen blauen, ich kenne nur einen grünen und roten. Die blauen wachsen nur bei der Nacht. Die grünen bei der Dämmerung und die roten am Tag. Ja, und jetzt? Ist er weg? Wofür ist weg? Sanity. Wie kriegt man denn Sanity? Du kriegst 33 Sanity, wenn du in so einer Rolle drin schläfst. Ist übrigens gleich Nacht, ne? Dunkel, dunkel. Es ist jetzt Nacht. Okay. 15 Sanity kriegst du, wenn du das Viech verfolgst, was dich... was du es tötest, das Viech, was dich die ganze Zeit verfolgt. Kriegst du 15 geistige Gesundheit. Wenn ich was damit mach? Wenn du es tötest. Du kriegst auch 15 geistige Gesundheit, wenn du ein neues Item entwickelst. Ach so. Was denn für ein Item, egal welches? Irgendwas, was du halt noch nicht hergestellt hast. Ach so. Ja, kriegst du auch geistige Gesundheit. Was ich noch nicht hergestellt habe. Ich hab doch alles hergestellt. Dann warte, dann mach ich mir jetzt Rüstung. Und dann kämpfe ich gegen den Penner. Okay. Was ist das denn? Der bringt mich doch um. Der bringt mich doch um.
Ich greif den Tresor. Ja, komm, dann ist das unsere. Wo bist du denn gerade? Wow, ich bin tot. Ja! Nice, alle sind tot. 16 Tage überlebt. Tag 17, alle 17. sind tot. Ah ja. Bei mir steht 17 Tage überlebt. Ah ja, weil du. Ja, ich habe 16 überlebt. Ich bin ja vorher gestorben. Ah, ich bin auch ein Geist und kann rumrennen. Ja, aber es ist dunkel und wir sehen nichts. Ja, ja gut. Nee, bei mir ist Licht. Dann sehen wir uns im nächsten Part beim neuen Leben mit mehr Steinen wieder. Ach Mann, Alter. Ja, Steine. Manu, willst du noch was sagen zu den Leuten? Nee. Okay. Wie konntest du nur sterben? Alles meine Schuld, du war Vogel.